Hasan Salihamidžić hat im Stahlwerk-Doppelpass mit seinen Aussagen die Gerüchte um einen zukünftigen Transfer von Erling Haaland zum FC Bayern angeheizt. Da schaut man hin, ja. Aber ist natürlich so, Dortmund-Spieler und ist ja sensationell. Habt ja gesagt, 60 Spiele, 60 Tore, da muss man hinschauen, sonst wären wir Vollamateure. 2022 könnte der Torjäger via Ausstiegsklausel aus seinem bis 2024 gültigen Vertrag aussteigen. Lionel Messi hat auf seiner Abschiedspressekonferenz beim FC Barcelona bestritten, dass er zeitnah bei Paris Saint-Germain unterschreiben werde. PSG ist eine Möglichkeit, aber aktuell habe ich noch mit niemandem Kontakt gehabt. Als die Pressemitteilung herausgegangen ist, dass ich hier nicht weitermachen kann, hatte ich mehrere Anrufe von interessierten Vereinen. Derzeit gibt es noch nichts Konkretes, aber wir sind in Gesprächen, sagte der Argentinier. Mehreren Medienberichten zufolge sollen die Franzosen der Favorit auf eine Verpflichtung von Messi sein. Der Abschied von Yuya Osako von Werder Bremen ist besiegelt. Der 31-jährige Japaner verlässt den Bundesliga-Absteiger und wechselt in seine Heimat zu Vissel Kobe, dem früheren Club von Lukas Podolski. Das gab Werder am Sonntagvormittag bekannt. Yuya ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, dass er den Verein verlassen und wieder in seine Heimat zurückkehren möchte. Mit dem Wechsel nach Kobe haben wir eine für alle Seiten passende Lösung finden können, sagte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann.